Alarm und guten Morgen. Wir sind heute schon richtig früh unterwegs. Es ist irgendwie kurz vor 8, weil wir zurück nach Esfahan fahren, denn wir müssen unser Visum verlängern. Das klappt hoffentlich ganz easy. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal ein schöner Morgen, wo man ganz entspannt in die große Stadt zurückfahren kann. Und es gibt eine krasse Attraktion jetzt in Esfahan. Seid gespannt. So, wir wollen jetzt gerade richtig zackig unser Visum verlängern, so wie wir es letztes Mal, als wir hier waren, auch gemacht haben. Man geht einfach zu so einem Büro, kommt schnell dran, dann machen die das fertig. Aber bei uns ist jetzt das Problem, dass sie uns einfach nicht bei der Einreise in ihr System eingetragen haben und wir auf den Visa auch keinen Stempel bekommen haben. Ich habe noch gefragt, so, warum ist da kein Stempel? Nee, Stempel gibt's nicht mehr. Ja, und ich dachte dann aber, dass die uns wenigstens ja auf jeden Fall in ihrem Computersystem eingetragen haben. Die haben da ja auch was eingetragen in so einem Computer. Ja, also. Aber vielleicht gibt's das hier nicht, keine Ahnung. Also richtig dumm, das heißt, die konnten uns jetzt nicht helfen und haben gesagt, wir sollen nach Teheran fahren. Jetzt ist sie aber morgen und übermorgen quasi Wochenende. Das heißt, wir, ja, keine Ahnung, fahren dann irgendwann anders. Danach dann dahin, Samstag. Ja, Samstag. Aber eigentlich wollten wir jetzt noch gar nicht so schnell nach Teheran und es ist einfach, ja, es ist immer Meckern auf hohem Niveau. Man muss auch sagen, wir sind da jetzt in dieses Büro reingelaufen und da standen sehr viele andere Menschen, die halt auch ein Anliegen hatten und ich glaube, das waren auch viele afghanische Menschen und es war schon so, oh, die sind deutsch, die kommen als Erste dran, während alle anderen sich da irgendwie vor dem Schalter quetschen und halt nicht so schnell drankommen. Also wir kriegen das schon alles hin, aber ja, es ist einfach ein anderes Reisen als in Europa und irgendwie haben wir auch einfach echt oft Pech. So, warum können die uns an der Grenze nicht vernünftig in ihren Computer eintragen und uns einen Stempel geben? Also was ist da los? Also es liegt ja immer daran, dass Leute ihren Job quasi nicht machen können, ja, und nicht am allgemeinen System. Und wir müssen dann dafür quasi aufkommen oder haben dann den Stress. Ja. So, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir wegen dem Visa-Gedöns jetzt echt gleich noch nach Teheran fahren. Aber wir sind ja eigentlich auch jetzt hier in die Stadt gefahren, weil es hier was ganz Besonderes gibt, was wir eben schon erwähnt haben und das wollen wir euch jetzt zeigen. Das gibt es nur ein- oder zweimal im Jahr. Ja, und letztes Jahr und so haben wir es nie gesehen und ich glaube, alle, die sonst in Esfahan waren, haben es auch noch nicht gesehen. Deswegen können wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Also wer unser letztes Video gesehen hat, wo wir in Esfahan waren, hat gesehen, dass dieser Fluss eigentlich immer ausgetrocknet ist, weil der Iran halt von krassem Wassermangel betroffen ist. Ein- bis zweimal im Jahr wird das geflutet und jetzt sind wir genau zu dieser Zeit hier. Voll cool, weil letztes Jahr haben wir es halt auch nur ausgetrocknet gesehen. Und eigentlich ist das Besondere in dieser Stadt, dass der Fluss ausgetrocknet ist. Aber jetzt haben wir es ausgetrocknet gesehen und geflutet. Hammer. Direkt ein ganz anderes Gefühl hier. Ja, und das hier ist die COC-Brücke, die Brücke mit den 33 Torbögen. Und letztes Mal sind wir hier noch einfach durchgelaufen durch dieses Flussbett. Jetzt ist halt Wasser, aber tief ist es nicht. Ich glaube, man könnte immer noch durchlaufen. Ja, aber es ist tiefer als gedacht. Ich dachte, das ist nur so ein Gerinnsel. Ja, wir dachten echt erst, hier kommt vielleicht nur so ein Mini-Fluss oder so ein bisschen Wasser lang. Aber es ist doch echt ganz schön viel. Also da wird dann irgendwo so dieser Staudamm geöffnet. Und für die Einheimischen ist das natürlich voll die Attraktion, weil Wasser gibt es einfach nicht so viel in dem Land. Und jetzt ist schon voll und am Wochenende wird es hier bestimmt richtig voll, weil bestimmt alle aus der ganzen Region dann hierher kommen, um das zu sehen. Weil wie gesagt, das passiert nur ein- oder zweimal im Jahr. Und wir dachten, dass, also hier gibt es nie Wasser, aber anscheinend ja doch irgendwann mal. Und ist ja eigentlich lustig, weil normal hat man sowas ja in jeder Stadt, also in jeder großen deutschen Stadt fließt ja ein Fluss durch oder auch in einer kleinen Stadt. Und da wäre es ja eher eine Attraktion, wenn das ausgetrocknet ist, so wie in manchen Sommern dann der Rhein ganz niedrig steht. Ja, und hier ist es halt eine Attraktion, wenn dann mal Wasser da ist. Ja, und jetzt können sogar die Tretboote, die da immer sind, benutzt werden. Geil, müssen wir Tretboot fahren. Ey, ich kann mit meinem Stand-Up-Paddleboard. Oder das, ja. Das haben die hier noch nie gesehen. Wie wir oft gesagt haben, haben wir nie geplant, so weit zu fahren. Deswegen hatten wir sowas wie Ölfilter nicht dabei, aber auch nicht genug Wasserfilter. Und jetzt sind wir zufällig an einem Geschäft vorbeigelaufen, die genau die Wasserfilter haben, die wir benutzen. Und aber alles produziert im Iran, ja, und dementsprechend einfach ultra günstig. Also der ein Filter hat ja 2 Euro gekostet. Ja, ja, das haben wir gleich 3 Stück gekauft. Ja, jetzt sind wir ausgestattet und kriegen hoffentlich keine Magenverstimmung mehr wegen schlechtem Wasser. Nee, hatten wir auch nie ein Problem. Aber unser Filter ist so langsam sehr voll. Ja, irgendwann merkt man, wenn dann da nicht mehr so viel rauskommt, dann sollte man den mal wechseln. Genau. So, wir sind immer noch in Isfahan
sind gerade hier bei der Dramdramstraße, wo man immer im Kreis fährt, um zu daten, weil das ja auch ein bisschen schwer ist im Iran. Und wir erzählen euch gleich mal beim Essen, wir suchen hier gerade unser Restaurant, wie wir das jetzt mit dem Visum gemacht haben. Ja, finde ich richtig cool. Wir haben jetzt unser leckeres Essen bekommen. Ja, so ein Sandwich quasi gefüllt mit ganz viel Gemüse. Und wir wollen euch ja jetzt erzählen, was uns heute zugestoßen ist und weswegen wir nicht nach Teheran fahren müssten. Es gab nämlich einen ganz schönen Plot-Twist. Wir dachten, bevor wir jetzt den langen Weg nach Teheran fahren, fragen wir nochmal an der Grenze, ob die uns da irgendwie helfen können, weil die haben es ja irgendwie verbockt. Und dann haben wir mit dem King of Tafton Border telefoniert, den bestimmt alle kennen, die hier mal über die Grenze gefahren sind. Haben ihm unsere Exit-Stempel aus Pakistan geschickt und unseren Kanä-Stempel. Und er hat dann gesagt, okay, geht morgen nochmal zu dem Büro in Eswahan und die sollen uns dann anrufen. Und das Lustige ist ja, wären wir jetzt in Pakistan, dann hätten wir auch auf jeden Fall in die Hauptstadt fahren müssen, zu 1000 Büros. Es wäre das übelste Drama gewesen. Wir hätten wahrscheinlich am Ende bis zur Grenze zurückfahren müssen, um irgendeinen Stempel zu bekommen. Aber hier war es ganz anders. Denn die haben das dann, also haben telefoniert und wir konnten dadurch ja beweisen, dass wir eingereist sind, aber wir waren trotzdem nicht im System, weil da irgendwas falsch war. Und dann haben die das hier in Eswahan einfach so gedreht, dass wir jetzt im System heute quasi eingereist sind. Also so steht es jetzt im System, was bedeutet, wir haben einfach unsere komplette Visumszeit. Nochmal 45 Tage, ja, die wir jetzt hier verbringen können. Es ist auch nicht schwer, an sich ein Visum zu verlängern, aber wir sind heilfroh, dass die sich jetzt so eine Mühe gemacht haben und dass wir da so ein Glück hatten. Also wir waren jetzt quasi 45 Tage, keine Ahnung, wir waren nirgendwo. Nicht hier, genau. Wir waren einfach nicht hier, wir waren nirgendwo und jetzt sind wir heute eingereist und genau, haben jetzt nochmal 45 Tage. Heute kam der Flieger nach Eswahan. Genau, das feiern wir jetzt hier mit unseren Sandwiches und diesen Pommes. Gut gewürzten Pommes. Richtig geil. Eine Sache, die mir aber noch ganz wichtig ist zu erwähnen, da waren ja auch ganz viele afghanische Menschen, denen nicht so sehr und so schnell geholfen wurde. Und wir haben sogar eine Frau getroffen, die wohl aus Afghanistan nach Deutschland ist und da ein Kind bekommen hat. Das heißt, das Kind hat einen grauen deutschen Pass und als Afghanin darf sie 3 Monate hier im Iran sein und Familie besuchen, aber ihr Kind irgendwie nicht so richtig. Und jetzt hat sie voll die Probleme, das Visum für das Kind zu verlängern. Und die helfen ihr nicht, weil die Mutter halt Afghanin ist. Und uns als deutsche Staatsbürgerin haben sie halt mega schnell geholfen. Und das ist schon krass mit anzusehen. Und generell haben wir hier schon viel mitbekommen, dass Leute sehr über die Afghanen schimpfen. So wie in Deutschland, so wie in Pakistan. Und ich finde es immer so ein bisschen, Leute, tretet doch bitte nicht nach unten zu denen, denen es beschissen geht, sondern guckt mal, wer oben an der Macht ist und wer ganz viel Geld hat und da kann man sich, glaube ich, eher mal beschweren und was dran ändern. Die spontanen Ideen sind ja immer die besten. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir uns langsam auf den Weg Richtung Norden machen, haben uns jetzt aber spontan unentschieden und fahren jetzt nochmal am Rand von Eswahan in die Berge, oder Berge sind sie so richtig, eher Steinformation, weil man hier richtig gut klettern kann und das wollen wir auch mal wieder machen. Das haben wir nämlich im Iran bisher verpasst. Ehrlicherweise sind wir auf diesen Ort nicht alleine gekommen, sondern haben mit Vanessa und René geschrieben, die hier auch packen und schon fleißig am Klettern sind. Jetzt sind wir echt nicht weit weg von Isfahan und hier ist halt keine Sau. Und ich glaube, ein paar Reisende sind vom Iran immer ziemlich gestresst, weil sie natürlich in Parks oder so nicht unbedingt in Ruhe gelassen werden, weil die iranischen Menschen sehr neugierig sind, auch sehr nett dabei. Aber natürlich, man einfach zwischendurch seine Ruhe haben möchte. Aber wir lieben das Land irgendwie so, weil wir dann trotzdem auch nicht weit weg von großen Städten immer so Orte finden, wo wir diese Ruhe haben und keine Sau ist. Und ich meine, hier kannst du Gassi gehen, hier muss man sein Kopftuch nicht tragen. Man kann ja alles machen und es juckt niemanden und das ist schon ganz cool. Dieses Mal haben wir eine SIM-Karte bekommen von irgendeinem Motorradfahrer, den wir in Pakistan gefunden haben.
Salam und guten Morgen, eure Outdoor-Freundinnen Laura und Mariano sind jetzt unterwegs. Wir wagen es jetzt mal in Richtung Berg zu laufen und uns da eine coole Route rauszusuchen. Gestern haben wir mit den anderen noch ein cooles Lagerfeuer gemacht und uns da entspannt und mental vorbereitet. Das sind wir jetzt. Und Kojoten gesehen oder ja, sowas. Die kamen richtig nah, das war voll krass. Und ich glaube, da links geht's hoch und dann sind wir mal gespannt, wie das so wird. So, an dieser Wand hinter mir gibt es jetzt überall verschiedene Kletterrouten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Normalerweise gibt es in vielen Ländern dann halt Kletterguides oder Apps und so weiter, wo man nachgucken kann, wo Klettergebiete sind, also wo diese Routen quasi in den Stein gemacht worden sind. Aber unsere Freundinnen haben zum Glück von diesem Klettergebiet gehört und sind jetzt hier hingefahren und kennen sich sowieso ein bisschen aus, sodass wir diesen Ort jetzt auch finden konnten. Und ja, das mal ausprobieren werden. Und es läuft jetzt so, dass René vorklettert und unser Seil mitnimmt, das dann ganz oben festmacht und wir dann unten starten können, aber quasi die ganze Zeit gesichert sind und es nicht so von Punkt zu Punkt ist, wie ja normalerweise beim Lead Climbing. Und dann können wir erstmal wieder langsam reinkommen und gucken, wie wir uns bei dem Ganzen fühlen. Also um das mal für Leute zu erklären, die das noch nie gesehen haben, René klettert jetzt voraus. Und Vanessa sichert ihn von unten und damit er halt nicht runterfällt oder wenn er fallen würde, hängt er halt immer da die Karabiner ein. An der Wand sind schon so gebohrt, Haken fest. Da hängt man das dann ein und dann das Seil und dann ist man halt zwischengesichert und immer weiter und hängt immer wieder eine neue ein bis nach ganz oben. Ja, und die nehmen jetzt unser Seil mit, dann müssen wir das nicht machen, weil es ist ein bisschen komplizierter. Ja, und ganz schön viel Equipment, was man so hat zum Klettern, also Seile und halt diese Echsen, mit denen man sich in die einzelnen Ankerpunkte einhängt quasi. Und wir schleppen das ja die ganze Zeit mit und dafür klettern wir halt viel zu wenig. Wir haben uns irgendwann halt mal die Ausrüstung gekauft und jetzt haben wir sie. Aber uns fehlt dann immer der Schritt zu sagen, okay, wir suchen jetzt das Klettergebiet und wir sind mutig genug, das jetzt mal wieder zu machen. Aber ich meine, man wird natürlich nur besser, wenn man es öfter macht. Deswegen sind wir ja hochmotiviert und inspiriert. Hier ist die iranische Kletterszene besser kennenzulernen und die Routen und so und das einfach öfter und mehr zu machen. So, Mariano macht sich jetzt fertig, Renés Route quasi zu folgen und das jetzt als erster von uns nachzuklettern. Hat seine Kletterschuhe an, seinen Gurt natürlich. Ich habe auch meinen Gurt an. Setz gleich den Helm auf, weil wir haben leider nur einen Helm und dann ist es ja schlauer, dass die Person, die unten steht, den Helm hat, wenn was runterfällt. Und ich kriege dann das Sicherungsgerät und hoffe mal, dass ich da alles richtig mache, ne? Ich hoffe ich auch. Yeah, oben. Come on, Laura. Genau, Fußarbeit. Ach so. Auf jeden Fall vom Klettern jetzt so einige blaue Flecken und kleine Schürfwunden am Bein und Händen mehr. Das war jetzt die schwerste Route, die wir bisher gemacht haben. Das Ende, haben die anderen auch gesagt, ist so der schwerste Teil. Da habe ich leider ja den letzten Move nicht geschafft. Aber ich bin schon stolz, dass ich so weit gekommen bin. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch richtig, richtig cool und macht einfach jedes Mal Spaß. Wenn man da oben ist, ist schon ein krasses Gefühl. Puh, es tun meine Füße weh, weil Kletterschuhe sind ja sehr eng und so, dass man halt wirklich nur so auf so einer Spitze stehen kann. Oh, sind ja halt sehr eng und hart. Bye bye. Salam salam, wir sind zurück in Esfahan und hier gibt es sogar eine U-Bahn in der Stadt, aber nur eine Linie, die einmal von Süden nach Norden, einmal quer durch die Stadt fährt. Jetzt wollen wir gerade ein Ticket kaufen am Automaten. Aber im Iran funktioniert halt vieles auch mit einer Karte oder auch für die U-Bahn braucht man so eine Karte. Haben wir natürlich alles nicht, aber
da war jetzt so ein netter Mann, der so die Tickets irgendwie kontrolliert. Der hat uns jetzt einfach durchgelassen. Aber soll auch super, super billig sein. Also vielleicht so 10 Cent eine Fahrt. Also die U-Bahn ist echt sehr, sehr modern. Und nicht so voll, wie wir befürchtet haben. Erstmal gibt es hier da drüben so einen Frauenabteil, aber da gibt es nicht nochmal extra eine Tür, aber da war der Waggon von außen klar gekennzeichnet. Da sitzen jetzt auch nur Frauen, hier ist ein bisschen gemischt. Und wir haben gerade mal überlegt, wann wir das letzte Mal U-Bahn gefahren sind und wo. Und zwar glauben wir, dass das in Rom war. Das ist schon ewig her und generell fühlt es sich voll krass, aber wieder U-Bahn zu fahren. Ich meine, als wir in Hamburg gewohnt haben, haben wir das einfach jeden Tag gemacht. Jetzt sind wir schwuppdiwupps in der Stadt. Das war sogar einfacher, als diese Snap-Taxis zu bestellen. Also hat richtig gut funktioniert. Wir sind jetzt hier zu so einem Hostel gefahren, wo wir kostenlos warm duschen durften. Und wir wollen uns ein bisschen revanchieren und haben deswegen was zu trinken bestellt. Mein Kaffee wird gerade gemacht und so ein persisches Frühstück. Und generell haben, glaube ich, Menschen den Iran nicht unbedingt als Reiseland auf dem Schirm, vor allem auch um zu backpacken, und wir tauchen jetzt ja gerade hier in diese Welt noch mal ein bisschen ein, weil wir in einem Hostel sind und man sieht hier ganz klar, dass halt Menschen aus aller Welt hier hinzukommen scheinen. Also wir sehen ja sowieso im Iran immer viele chinesische Touris, aber hier halt auch chinesische Backpacker, und ich muss ehrlich sagen, als ich mal in Rom gebackpackt bin, waren es vor allem Amerikaner oder halt Leute aus den Nachbarländern, also aus Europa, und so ist es ganz cool, weil man dann echt noch mal ein viel internationaleres Gefühl hat und so sieht, ja, dass die halt auch reisen, surprise, aber das ist halt irgendwie cool zu sehen und es ist echt ein schönes Hostel und wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt hier machen konnten und das Frühstück sieht auch richtig lecker aus. Jetzt laufen wir hier durch, gefühlt glaube ich, den älteren Bazar, der nicht mehr so sehr genutzt ist. Also hier sind auch noch so ein paar Geschäfte oder Werkstätten vor allem, weil der richtige Bazar ist jetzt halt da, wo dieser große Platz ist und so und auch die Moschee und alles, wo die ganzen Touris sind. Eigentlich wollten wir da im alten Bazar noch Gemüse kaufen, weil da waren wir schon mal bei so einem richtig coolen, günstigen Gemüsehändler mit lokalen Sachen. Aber der hatte wohl zu und dann kam so ein Mann so, ja, wollt ihr zum Imamplatz, hier dieser Hauptattraktionsplatz, wo wir jetzt auch wieder gelandet sind. Nee, wir wollen Gemüse kaufen, Gemüse kaufen. Hat er jetzt gar nicht verstanden, aber ja, jetzt sind wir doch hier an diesem Platz gelandet. Aber Gemüse gibt es ja auch nicht, nur Touris. Ja, und Locals, die hier picknicken, wie das halt immer so ist am Wochenende, ne? Ja. Ja, wir sind jetzt auch schon das, ich weiß nicht, wievielte Mal auf diesem Platz. Und jedes Mal ist es irgendwie echt schön. Es ist einer der größten Plätze der Welt. Und der Vibe hier ist echt einfach ganz nice. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man hier lebt oder ich hier leben würde, man hier mit Familie und Freundinnen halt so hinkommt, um abzuhängen und so. Und das machen ja auch viele Leute. Also es ist einfach sehr angenehm hier. Durchschnittlich regnet es im Iran im Winter und Herbst nur so 3 Tage im Monat, weswegen man hier eine richtig schöne Sonnenscheinstimmung die ganze Zeit hat. Und deswegen haben wir auch viel bessere Laune, weil wenn es jetzt voll viel regnen würde und so weiter, kennt ihr ja wahrscheinlich selber, drückt das auch manchmal ganz schön aufs Gemüt. Und wenn wir Glück haben, haben wir diesen Monat sogar schon die Tage durch, weil es hat auf jeden Fall schon zwei, ja, der eine war so halb Tage geregnet, diesen Monat im Iran für uns, deswegen kann jetzt eigentlich nur noch Sonnenschein übrig bleiben. Wo sind jetzt die Pommes? Oh, Cream Cheese with a fiery... Das ist bestimmt scharf. Alter Falter. Diesen Laden mit diesen verschiedenen Soßen für die Pommes habe ich schon mehrmals hier gesehen und jetzt haben wir es endlich geschafft, hier hinzugehen und uns das mal zu gönnen. Ist auf jeden Fall sehr viel Soße. Ja. Für ein paar Pommes. Ja. Aber wir beschweren uns nicht. Also wir führen unseren Trend fort, dass wir immer überall Pommes essen. Es ist einfacher, das auszusuchen. Also dann Nusche Jean, das heißt, glaube ich, lass es dir schmecken, also wenn man anderen guten Appetit wünscht. Ne? Ja. So, wir sind wieder an der Hauptattraktion der Stadt und heute ist ja Freitag, das heißt, wie bei uns der Sonntag, und es ist richtig voll, tolles Wetter. Wasser ist im Fluss, was ja nur ein, zwei Mal im Jahr passiert. Man kann sogar Tretboot fahren und es ist richtig lustig, weil es ja so ein bisschen Strömung hat. Laufen da, also das ist ja nicht so tief. Und da sind so Leute, die laufen durchs Wasser, um die Leute zurückzuschieben, damit die da jetzt nicht abtreiben oder so. Das ist richtig lustig. Und wie überall gerne wird natürlich überall gepicknickt. Egal, ob es auf dem Weg ist oder die machen das ja auch an der Straße, also direkt an der Autobahn und so. Und hier halt so mitten auf dem Weg. Aber es stört sie nicht. Sieht auch gemütlich und schön aus. Ist schon ein bisschen lustig, das hier so zu sehen, weil
im Iran ist es einfach nie so voll. Es ist einfach ein Land, was ziemlich viel leere Landschaft hat und so. Und in den Städten war es auch eigentlich nie so krass voll. Aber ja, ist halt einfach quasi der Sonntag. Inzwischen auf dem Weg nach Teheran, weil wir da ja noch ganz viele Leute besuchen wollen und uns generell die Stadt auch noch mal genauer angucken wollen, weil wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Wir wissen noch nicht genau, wo wir jetzt auf dem Weg noch mal zwischenhalten und so, aber werden jetzt auf jeden Fall nicht heute dahin durchbrettern, sondern einfach gucken, wo wir noch mal kleine Stopps einlegen können. Wir hatten ja leider auf dem Basar in Isfahan kein Glück mit unserem Gemüseeinkauf, weil Freitag war und somit die Geschäfte zu hatten. Jetzt haben wir ein paar Tage irgendwie ohne Gemüse verbracht und haben jetzt aber wieder einen coolen Shop gesehen, wo wir jetzt erstmal schnell einkaufen gehen. Tada, Vorräte aufgefüllt. Und wir haben auf dem Weg noch Feuerholz gesammelt und wir haben jetzt hier schon Gemüse vorbereitet. Dann können wir wieder auf dem Feuer grillen. Und das ist zum Beispiel heute wieder ein super Beispiel für, wie wir es schaffen, mit so wenig Geld oder sehr low budget und günstig zu reisen, weil Diesel ist umsonst. Also wir sind im Iran natürlich ein bisschen special, aber ne, andere Länder so außerhalb von Europa sind ja auch ein bisschen günstiger. Ne? Kostenloser Diesel. Wir haben Gemüse eingekauft für die nächsten Tage für weniger als 3 Euro. Und das reicht uns auf jeden Fall 2-3 Tage. Wir gehen nicht in ein Hotel, sondern hängen hier in dieser Karawanserei ab. So heißt das nämlich. Quasi die Raststätte der Karawanen von früher. Und wir kochen jetzt natürlich auch einfach selber auf dem Feuer, statt ins Restaurant zu gehen. Also wieder ein sehr günstiger Tag. Und öfter schreiben uns Leute, die auch im Iran unterwegs sind, wie macht ihr das mit dem Diesel? Niemand will uns was geben, weil man kann hier halt nicht selber tanken. Man braucht halt so eine Karte, die niemand hat, außer Truckdriver. Und bisher war es so, dass bei mindestens jedem zweiten Mal, haben wir gar nicht gefragt, sondern wir haben gerade eigentlich was anderes gemacht und waren bei der Tankstelle. Und dann kam ein freundlicher Truckfahrer an, so wie heute auch. Ich habe da von unserem Reservekanister noch was reingefüllt und dann hat er neben uns gehalten, hallo, braucht ihr noch Diesel und so? Also, die wollen einem unbedingt immer was geben und helfen. Deshalb haben wir da bisher keine Probleme und es läuft richtig gut. Ich habe übrigens diese Art des Grillens erfunden. Anstatt einfach nur einen Kreis mit dem Feuer zu machen, haben wir dann immer so eine eckige Aussparung, wo genau unser Grillrost drauf passt. Und daneben kann dann das Feuer weiterbrennen und neue Glut produzieren. Es funktioniert sehr gut. Manchmal ist es in der Mitte ein bisschen dunkler dann alles als am Rand. Das kann man ja aber noch verbessern. Aber super Erfindung, muss ich patentieren lassen. Inzwischen ist es nachts auch schon richtig kalt, sodass wir in unseren dicken Winterpullis und Jacken und so weiter sitzen. Aber so ein Feuer hat dann ja natürlich auch nochmal so den guten Effekt, dass es voll warm ist und alles so gemütlich macht. Und ich finde es voll schön, dass wir sowas jetzt auch echt wieder nur zu zweit machen. Wir machen das ja voll gerne mit anderen Reisenden, aber zu zweit ist halt auch voll schön, weil, weiß ich nicht, es ist einfach eine coole Sache, über dem Feuer zu kochen. Und man macht sich selbst irgendwie was Schönes und gibt sich für sich selbst mal Mühe und so. Das ist irgendwie einfach jedes Mal richtig schön. Der obligatorische Stopp bzw. das obligatorische langsamer Fahren, weil hier überall Kamele sind. Huhu. Und heutzutage führt man seine Kamelherde mit dem Moped durch die Gegend.
Bevor wir jetzt morgen Teheran erreichen, haben wir ja auch noch mal schnell an der Raststätte gehalten und nach mehr Diesel gefragt. Dann sind wir in der Stadt und können da auch rumcruisen und so. Und unser nächster Pro-Tipp ist da, wenn LKW-Fahrer euch schon auf der Autobahn irgendwie grüßen, weil das passiert ja generell oft, dass Leute halt einfach winken und sich voll freuen, dass Touris hier sind, und man die LKW-Fahrer danach bei der Raststätte sieht, dann ist es da auf jeden Fall gut nachzufragen. Da hat uns jetzt wieder jemand geholfen, sodass der Tank voll ist und wir noch fast zwei komplett volle Kanister haben. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen rum. Der Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, dass man dann immer ein bisschen stinkende Kanister im Auto hat. Aber wir wollen uns nicht beklagen, so günstig wie hier können wir nirgendwo mit dem Van rumreisen. Nee. Aber man riecht es auf jeden Fall und wir haben jetzt auch nicht so viel Platz, die alle irgendwie unter das Auto, aufs Auto, was auch immer, und haben dafür einfach nicht die Sachen, das jetzt aufs Auto zu machen. Deswegen ja, steht ein Kanister halt hier. Aber ist ja okay. Wir hätten jetzt auch gar nicht so viel gebraucht, aber wenn uns jemand schon mal viel geben will, dann muss man das ausnutzen. Ja, genau. Hier mit angekommen für heute und wir stehen wieder bei einer Karawanserei. Also das kann man hier echt ganz gut machen bei den Parken. Und gestern hat eine Followerin geschrieben, dass es voll schön sein muss, an diesen Karawansereien zu parken, weil man dann immer so das Gefühl hat, dass schon ganz viele andere Reisende auch hier waren. Und da muss ich zustimmen. Und das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, das zu sehen, wenn man sich so vorstellt, wie viele Karawanen und andere Reisende hier halt schon waren, auch inzwischen Overlander, weil das ist ein recht bekannter Spot. Ja, wir machen es uns hier auf jeden Fall jetzt schön. Für uns geht es jetzt gleich nach Teheran, Freundinnen von uns besuchen. Da freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf und das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt überhaupt noch mal diese ganze Strecke fahren. Ja, danke wie immer fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auf unserer Reise begleitet. Lasst es euch gut gehen, Hodafis, und dann bis nächste Woche.